Der Wundervogel, eine Rede auf den Raab. Ein Appenzeller namens Raab, den es seit 20 Jahren gab, den es seit 20 Jahren gibt und den in Trogen jeder liebt. Meine geschätzte Freundinnen und Freunde des Raab, so kann man nicht gut anfangen. Das kommt später. Erstmal eine ordentliche Vorrede. Mir fällt heute die Ehre zu, eine Megafonrede zum 20-Jahr-Jubiläum des Raab zu halten. Das haben berühmtere Persönlichkeiten vor mir auch bereits getan. Leider bisher bloß Männer. Ich kann daran auch nichts ändern. Das passt zum sonstigen Frauenpower des Raab ja überhaupt nicht. Also vielleicht bloß ein Ausrutscher, aber doch ein Wermutstropfen. Und es folgt gleich ein zweiter, Corona-bedingt, der Raab ist und bleibt zu. Das ist ein Satz, den es nicht geben dürfte, denn der Raab verkörpert seit 20 Jahren genau das Gegenteil, der Raab ist offen. Und der Taumel des Digitalen, in dem uns das Virus alle gestürzt hat, ist gleich noch ein weiterer rabiater Widerspruch. Der Raab, die Bar überhaupt, ist der Inbegriff des Analogen, des physischen Zusammenseins, des Hier und des Jetzt. Was über den Bildschirm und durchs Megafon kommt, ist bloß ein schwacher Abglanz der Raab-Realität. Zweidimensional. Der Raab aber ist drei oder manchmal bei ansteigendem Alkoholpegel auch vier und mehrdimensional. Deshalb probiere ich in den nächsten paar Minuten ein paar Tonlagen aus, um aus dem notgedrungenen Zweidimensionalen auszubrechen. Es folgt nach dieser Vorrede, die etwas Wermut getränkt war, ein Stück Rabentheorie, dann Rabenpoesie und schließlich ein Rabenlied. Zweitens, die Rabentheorie, hochprozentig. Die Praxis, die sieht so aus. Ich bin ein schlechter Rabengänger. Zwar schätze ich den Raab ungemein, aber ich gehe selten hin. Die Ausrede heißt viel los, vor allem am Freitagabend, an dem sich in normalen Zeiten Woche für Woche die Kulturtermine jagen. Eine Ausrede, wie gesagt. Trotz mangelhafter Rabenpraxis aber hier drei Bausteine zur Theorie, warum die Bar im Allgemeinen und der Raab im Speziellen unverzichtbar ist. Baustein Nummer 1, die Bar, ist systemrelevant. Corona hat es gezeigt, wir können auf viel verzichten, auf Wochenendtrips nach London, auf überteuerte Restaurantbesuche, auf Kabarettabende und Klavierrezitals, auch auf Umarmungen und zur Not auch auf Klimademonstrationen. Aber was uns im Lockdown am meisten gefehlt hat, ist die spontane Begegnung, das traktantenfreie Zusammensein, das Palaver, diese Urform der Kommunikation. Der Mensch ist nun mal ein soziales Tier, so wie der Rabe. Baustein Nummer 2, die Bar ist dorfrelevant. Denn was macht ein Dorf aus? Seine Treffpunkte. Trogen hat ein paar solche, den Bahnhofkiosk, das Ernst, das Schäfle, die Läden, Mini und Bio, die Kanti. Am Abend aber schläft Trogen ein. Am Freitagabend aber ist das Dorf zumindest ein paar Stunden lang vital und urban. Sicher, es lebt sich auch ländlich gut hier und die Abstimmungsresultate bestätigen jeweils zuverlässig, dass das Dorf sein Herz auf dem rechten, das heißt linken Fleck hat. Aber wo trifft man sich? Wo schlägt der Puls? Im Raab und auch im Viertel. Ohne Bar würde das Ökosystem Trogen Schaden nehmen. Baustein Nummer 3. Die Bar ist subversiv. Unsere Arbeits- und auch Freizeitgesellschaft ist auf Effizienz, Rentabilität und Selbstoptimierung ausgerichtet. Die Bar ist der Stachel im Fleisch. An der Bar muss ich zumindest als Gast erstmal gar nichts. Die Bar hält mich geradezu davon ab,
etwas wissen zu wollen oder können zu müssen. An der Bar gibt es kein Controlling, keine Benchmarks, keine Potenzialdiagnosen. An der Bar bin ich ganz bei mir, ich kann mir aber auch ganz schön ausweichen. Die Bar ist gnädig, sie straft nicht. Die Bar ist kein Paradies, aus dem man vertrieben werden könnte, sondern ein Ort der Toleranz, wo man willkommen ist. Kurzum, die Bar ist perfekt in ihrer und unser aller Unperfektheit. Und drum, und weil man das in nüchterner Prosa nicht so richtig tun kann, sei der Rab jetzt in Reimen und mit allen 7 Schlüsselwörtern gelobt. Drittens die Rabenpoesie, geschüttelt, nicht gerührt. Ein Appenzeller namens Rab, den es seit 20 Jahren gab, den es seit 20 Jahren gibt und den in Trogen jeder liebt, halt, dieser Anfang geht nicht, nein, der Vers, der muss gegendert sein. Sonst heißt der Rab, das wäre ein Mann. Ich fange nochmal von vorne an. Eine Appenzellerin nahm, oje, der Versfuß ist nicht damenfreundlich, er hinkt frauenfeindlich und das ist heute nur noch peinlich. Auf keinen Fall darf man riskieren, die Frauen zu diskriminieren. Ein neuer Start, ein alter Trick, versuchen wir es mit Limerick. Da gab es eine Rädin in Trogen, die hat 20 Jahre gepflogen, ein offenes Herz für Freud und für Schmerz. Drum sind wir ihr all sehr gewogen. Da gibt's eine Rädin in Trogen, die pflegt, und das ist nicht gelogen, freitags ihre Gäste stets aufs Allerbeste und hat so ganz Trogen erzogen. Wozu sie uns genau erzogen, die Rävin, das sei nun erwogen. Ob zwar, ob weiblich oder männlich, als Zählvers 7-fach verständlich. Zum einen ist, was der Verein schafft, eine vitale Dorfgemeinschaft. Zum zweiten gibt es in hohen Dosen die vielfältigsten Spirituosen. Zum dritten trifft man oft dieselben Kumpane unter den Gewölben. Doch gibt's nicht bloß Getränke pur, nein, viertens auch genug Kultur. Und das ist fünftens gar nicht dumm, stets kommt so neues Publikum. Drum sechst und siebtens ist all hier der Rab, das Trogner Lebenselixier. Soweit die Poesie, doch die ist dürftig ohne Melodie. So wie ein Mensch für sich allein stets nur das halbe Glück kann sein. Stets fehlt der Spiegel, fehlt der Bar, der Rab, dem Rab die Bar für wahr. Stets fehlt die bessere Hälfte dir und ganz besonders fehlt sie mir. Doch Rettung naht, ihr ahnt es schon, mit Ton und Zwilling, Person. Viertens, das Rabenlied Typus Ohrwurm auf die Melodie eines Volkslieds aus dem Piemont, Mar Bagal. Da macht bis in nach kein Schlapp, die Riddindon, die Ridder, da im Rab. Da geht's ab, da ist Zürich ein weiser Knab, die Riddindon, die Ridder, geck der Rab. Da triffst Kreti, Pretis, Kreti, Hans und Heiri und der Fritz. Nein, kein Witz, der Rabalier Spitze, die halt es tragen an Vollkopf dran. Wer ganz Hux verkauft, die Riddindon, da im Rab.
Wer mit wem liiert, wer gegen stalliert, die Rindon, die Rindon, da im Rat. Was im Hinter und im Unterfahr und Oberdorf passiert, brauchst kein Dieb und kein Zittig mehr und vor allem du wirst seh im Rat. Morlos als ein Umrecknung, diridindon, da im Rat. Doch hast immer hoch deprimiert oder froh, diridindon, da im Rat. Da gibt's Trinken, Küssen, Schwätzen, Diskutieren ohne Ende. Ja, ihr seht, alle, was wir haben, an dem Wunder tragen. Yeah.